Wenn man auf die Suche geht, findet man etliche Einträge im Internet über die Bootsbeschriftung. Manche davon sind gut, manche davon sind hilfreich, manche davon sind abenteuerlich und manche davon sind einfach nur Blödsinn. Tatsache ist, dass es eindeutige Vorschriften gibt und diese kann man auch im Internet finden. Jetzt liegt es natürlich auch am Einzelnen, ob man sich an Vorschriften, an Gesetze hält oder auch nicht. Ich zum Beispiel fahre nie zu schnell im Straßenverkehr. Aber wie gesagt, es gibt da eindeutige Vorschriften und ich bin jetzt auch dabei und natürlich war auch ich betroffen und ich habe mir überlegt, welche Art von Beschriftung ich an meinem Boot anbringen möchte. Für Deutschland gilt, wie ist das Kennzeichen anzubringen? Ich muss das jetzt darunter lesen. Wie ist das Kennzeichen anzubringen? Das Kennzeichen muss in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeuges angebracht sein. Also das heißt, entweder am Heck oder am Bug beziehungsweise auch am Spiegel. Am Spiegel besteht natürlich das Problem bei einem Außenbordmotor, dass dieser die Schrift überdeckt. Also die Idee, also das kann man eigentlich bei kleineren Booten in Wirklichkeit vergessen. In Österreich ist es so, mit der Zulassung wird dem Fahrzeug ein amtliches Kennzeichen zugewiesen und in der Zulassungsurkunde eingetragen. Das amtliche Kennzeichen ist dauerhaft und ohne Verzierungen in weißer Schrift auf dunklem Grund oder schwarzer Schrift auf hellem Grund mit einer Schrifthöhe von 15 cm und einer Schriftstärke von 2 cm auszuführen. Also das heißt in Deutschland 10 cm, in Österreich sogar noch größer, 15 cm und 15 cm auf so einem Miniboot sehen natürlich richtig aus. Ja. Das Kennzeichen ist an beiden Seiten des Fahrzeuges, an der Bordwand oder an den Aufbauten, auf Wasserstraßen darüber hinaus, auch auf dem Deck, auf einem festen Dach der Aufbauten zu führen. Das heißt, in Österreich muss man eigentlich eine dritte Aufschrift führen. Ich habe kein festes Dach. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen werde, wenn es um Schleusen geht. An und für sich sieht man das, glaube ich, eh von oben. Aber darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ja, also so steht es in der Schiffszulassungsverordnung. Also eigentlich ist alles eindeutig, trotzdem gibt es die abenteuerlichsten Ideen, vor allem wenn es darum geht, fest anzubringen oder nicht fest anzubringen. Natürlich kann man auch die Sinnhaftigkeit verschiedener Vorschriften diskutieren. So finde ich es wirklich grauenhaft bei uns in Österreich mit den 15 cm. Also das ist wirklich, ja, schwer. Aber es hilft ja nichts und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mit dem Gesetzgeber zu diskutieren, nur weil ich der Meinung bin, dass es nicht schön ist und dass es nicht toll aussieht. So habe ich eben überlegt, was ich mache. Mit dem Plotter ausdrucken und aufkleben. Das mag natürlich die einfachste Möglichkeit sein, aber und es hält somit nicht so wie beim Auto. Also das kann man eigentlich vergessen. Meine zweite Idee war dann, diese tollen Klebebuchstaben aus Gummi zu kaufen und diese aufs Boot zu kleben. Aber da ich ja mein Boot immer mithaben möchte und nicht auf einem Trailer transportieren, sondern immer im Auto mithaben möchte, bin ich davon wieder abgekommen und habe mich dazu entschieden, eine Gummifarbe zu kaufen, eine Schablone anfertigen zu lassen und die Farbe mittels dieser Gummifarbe anzubringen. Natürlich bleibt dann das Problem, was, wenn ich das Boot wieder verkaufen möchte. Der nächste Besitzer hat natürlich keine Lust auf meine Buchstaben. Und da habe ich mir überlegt, sollte ich das Boot abmelden, dann muss ich ja auch die Schrift entfernen, dann werde ich einen kompletten schwarzen Block daraus machen und der neue Besitzer kann dann gegebenenfalls mit weißer Schrift eine neue
seine neue Kennung auftragen. Beim Erstellen der Schablone habe ich mich an die 15 cm gehalten. Ich habe aber versucht, eine Schrift auszuwählen, die jetzt von der Breite her nicht so viel Platz benötigt. Also manche Schriften, die wären dann 15 mal 75 cm gewesen. Das ist mir eindeutig zu lang. Jetzt habe ich 15 mal 44 cm. Ja, ist okay. Trotzdem würden mir 10 cm Schriftfläche besser gefallen. Als Farbe habe ich die Yachting Veneziani Gummi Paint Farbe in Schwarz genommen und auftragen werde ich mit einem ganz normalen Küchenschwamm und natürlich mit der weichen Seite. Und dabei schaue ich, dass ich bei den einzelnen Buchstaben immer von außen nach innen ziehe, damit ich keine Farbe unter die Folie schiebe. Denn sollte das passieren, dass man Farbe unter die Folie schiebt, dann reißen die Ränder natürlich aus und ich habe dann unschöne Ränder an den Buchstaben. Und das versuche ich zu vermeiden. Ich hoffe, ich schaffe das so, wie ich das vorhabe. Aber mal sehen. Also hier passe ich die Folie an, sieh mir an, wie das ausschaut und dann ziehe ich die Trägerfolie ab und klebe vorsichtig die Folie auf das Boot. Wichtig dabei, dass man alles gut andrückt und schaut, dass keine Lufteinschlüsse sind und vor allem, dass sich keine Falten in der Folie bilden. Also für diesen Arbeitsschritt sollte man sich wirklich einige Minuten Zeit nehmen und das so gut und genau wie nur möglich machen. Dann löse ich auch schon die Schutzschicht, so dass nur noch die Schablone auf dem Boot kleben bleibt. Und auch hier wieder so genau wie möglich arbeiten und immer wieder nachkleben, weil die Folie auf dem Boot nicht besonders gut hält. Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn wenn man hier nicht genau arbeitet, wenn man hier Luft zwischen Boot und Folie bekommt, dann bekommt man auf jeden Fall unschöne Ausrisse. Dann ziehe ich auch die obere Folie ab und bearbeite sämtliche Kanten noch einmal nach. Die Farbe habe ich dann etwa 3 Minuten gut geschüttelt und danach tupfe ich sie mit einem Küchenschwamm vorsichtig auf. Ich gehe dabei sehr behutsam vor und versuche wirklich immer von außen nach innen zu streichen. Und eigentlich tupfe ich hier nur auf. Dann lasse ich das Ganze kurz antrocknen und lege eine zweite Schicht darüber. Danach lasse ich das Ganze ca. 30 Minuten trocknen. Währenddessen klebe ich die Folie auf der zweiten Seite und gehe dabei genauso vor, wie ich es auf der Backbordseite gemacht habe. Danach kommt eine dritte Schicht auf der Backbordseite. Und jetzt trage ich auch auf der Steuerbordseite die Farbe auf. Wieder trage ich die Gummifarbe mit kleinen Tuffbewegungen auf. Und natürlich gibt es auch auf dieser Seite einen zweiten und einen dritten Anstrich. Und dann geht es auch schon ab. Dann geht es auch schon ans Ablösen der Schablone. Eieiei, leider. 100%ig schön. Ja, leider doch nicht ganz perfekt. Aber mal die zweite Seite anschauen.
hier entferne ich mit dem Skalpell noch die Stege, also die letzten Folienreste. Ja, leider ist es nicht ganz perfekt geworden, aber fürs erste Mal ganz okay. Ja, also man sieht hier, es ist leider nicht wirklich perfekt, obwohl ich mich sehr bemüht habe, aber fürs erste Mal bin ich halbwegs zufrieden. Wie habt ihr eigentlich eure Kennzeichnung gemacht? Habt ihr geklebt, habt ihr gemalt, habt ihr eure Kennung mit einem Edding angebracht? Haben eure Boote auch einen Namen? Also für mein Boot habe ich noch keinen Namen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich einen anbringen werde. Die Kennung reicht an und für sich. Aber ich weiß ja, besonders bei den Campern, da haben die Autos Namen und die Wohnmobile und Wohnwegen haben Namen. Also zu denen gehöre ich jetzt nicht unbedingt, die jedem Fahrzeug einen Namen geben. Aber ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Also so hundertprozentig ist das nicht geworden mit der Beschriftung. Ich habe doch einige ausgefranste Stellen. Zum einen klebt die Folie nicht so super toll. Zweitens einmal ist die Oberfläche vom Boot nicht glatt. Das heißt, das hat nicht so richtig geklebt. Aber ja, es ist jetzt nicht so tragisch. Noch etwas, ich habe, bevor ich das gemacht habe, jemanden gefragt, ob ich einen Primer verwenden soll. Das wurde verneint. Würde ich es noch einmal machen, würde ich es auf jeden Fall mit Primer machen. Das Ergebnis ist jetzt nicht überragend, aber es ist auch total okay. Also kann man schon einmal so lassen. Warum ist es jetzt genau dieses Boot geworden? Ich habe, nachdem ich ja meine Kajakaktivitäten zumindest stark einschränken muss, überlegt, was ich machen kann, um weiterhin auf dem Wasser bleiben zu können. Ja, also da gibt es einmal Motorbootfahren, es gibt Segeln. Wohin es mich dann letztendlich ziehen wird, weiß ich noch nicht. Ich möchte mir da noch ein halbes oder dreiviertel Jahr Zeit geben und ausprobieren, bevor ich mir ein großes Boot kaufe. Ich werde mir mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder ein Motorboot oder ein Segelboot kaufen. Im Moment tendiere ich eher zum Segeln. Aber was hat das jetzt alles mit dem Schlauchboot zu tun? Ja, also ein großes Boot ist natürlich schwer zu handeln. Je größer, umso schwerer ist es zu handeln. Entweder man ist dann in einer Marina und hat einen fixen Standort oder man fährt mit dem Auto und zieht das Boot mit einem Trailer hinten nach. Jetzt ist es so, dass ich aber sehr gerne und sehr viel unterwegs bin und für diesen Fall habe ich mir gedacht, ich kaufe mir auch zusätzlich ein Schlauchboot, aber ich möchte dieses Schlauchboot nicht hinten an einem Trailer nachziehen. Der Grund ist relativ einfach. Angenommen, ich bin irgendwo in Italien von mir aus unterwegs und möchte mir eine Stadt ansehen. Was mache ich mit Schlauchboot, Motor und dem Trailer? Das heißt, ich kann nicht irgendwo alles stehen lassen und einfach weiterfahren. Wenn ich zurückkomme, hat es einen neuen Besitzer. Ich bin auch nicht der Campingplatz-Typ, dass ich am Campingplatz bin und das dastehen lasse, so wie ich das mit meinen Schlauchkajaks gemacht habe, vor Ort aufbauen, ins Wasser gehen, fahren und danach wieder zerlegen und ins Auto geben. Und so habe ich mir überlegt, ich wollte ursprünglich so ein Boot mit 3,30 m, 3,50 m und einen 10 PS Motor. Das heißt, je kleiner und je leichter, umso besser zu handeln. Es ist dann aber so gewesen, dass das sowohl beim Boot als auch beim Motor der Unterschied zwischen 3,50 Meter Boot und 3,80 Meter Boot, das ist jetzt ein Handwave mit 3,8 Meter und einen Dropstitch-Boden. Auch der Dropstitch-Boden deswegen,
weil ein Aluboden gleich um einiges schwerer ist und auch der Aufbau dauert länger. Und von Gewicht her, von den 3,30 Meter, 3,50 Meter zu 3,80 Meter war jetzt nicht so großartig, da ging es glaube ich um 5 Kilo. Und auch beim Motor, der Unterschied von 10 PS zu 15 PS waren jetzt auch 6 Kilo, glaube ich, oder nicht einmal 6 Kilo. Und auch vom Preis her gab es jetzt keinen so großen Sprung. Und so habe ich mich doch entschlossen, das 3,80 Meter Boot zu nehmen und den 15 PS Motor von Honda. Ob das, was ich vorhabe, auch wirklich so aufgeht, das weiß ich natürlich noch nicht. Das Boot war ja noch immer nicht im Wasser. Ich hoffe, das Wetter wird demnächst besser, aber die nächsten 10 Tage schauen auch nicht besonders rosig aus. Also ich glaube nicht, dass ich die nächsten 10 Tage aufs Wasser komme. Aber ja, ich muss das jetzt alles selbst einmal ausprobieren und dann schaue ich weiter. Dann kann ich mehr sagen, ob ich damit zufrieden bin oder ob ich einen Fehlkauf getätigt habe. Nebenbei gehe ich auch immer wieder auf Segelschiffe, nebenbei gehe ich auch immer wieder auf Motorboote und probiere da Verschiedenes aus. Und wie gesagt, ich möchte, weiß ich, bis in Herbst oder so eine Entscheidung treffen, ob es ein Motor- oder ein Segelboot wird oder ob ich am Ende doch sage, nein, das ist eher doch nichts für mich. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne unter dem Video. Ich hoffe, es werden mich nicht allzu viele verlassen von den Kajakfahrern, aber ich kann es natürlich verstehen, das ist etwas ganz etwas anderes. Und ich bin keinem böse, wenn er sagt, du, mich interessiert jetzt dein Kanal nicht mehr. Kann ich nicht ändern, es ist einfach so. Über diejenigen, die bleiben, über diejenigen, die bei mir kommentieren, freue ich mich. Ich werde auch versuchen, in Zukunft wieder mehr bei anderen zu kommentieren. Ich muss ehrlich sagen, dadurch ich jetzt ziemlich enttäuscht war, dass ich nicht mehr Kajak fahren gehen kann, hatte ich keine allzu große Lust und habe auch fast keine Kajak-Videos geschaut. Vielleicht ändert sich das wieder, ich kann das im Moment überhaupt nicht abschätzen. Auf jeden Fall muss ich selbst schauen, wie es hier weitergeht mit diesem Kanal. Ich habe auch überlegt, den YouTube-Kanal hier zu löschen. Tue ich vorläufig einmal nicht, denn es ist für mich eine gute Erinnerung. Und jetzt beginnt ja auch wieder etwas Neues. Vielleicht werde ich mehr Videos auf privat schalten. Aber ja, alles, ich muss selbst alles sehen. Also ich muss selbst alles ausprobieren und schauen und selbst rausfinden, wie es weitergeht bei mir, mit mir. Ja, ich glaube, das war jetzt aber auch schon alles, was ich sagen wollte bei diesem Video. Und ich nehme an, wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal. Macht's gut, ciao.